Nierenschmerzen richtig deuten. Nierenschmerzen richtig deuten. Hinter Nierenschmerzen können verschiedene Erkrankungen unterschiedlichen Schweregrades stecken. Störungen der Nierenfunktion werden oft bei Routineuntersuchungen des Blutes oder des Urins entdeckt. Mitunter führen aber auch Rückenschmerzen oder Schmerzen in der Niere zu einem Arztbesuch. Dann muss der Arzt abklären, ob die Schmerzen vom Rücken oder der paarig angelegten Niere ausgehen. Nierenschmerzen, wo? Rechts, links. Beidseitig Nierenschmerzen treten in den Flanken, speziell im Nierenbecken, auf. Je nachdem, ob eine oder beide Nieren betroffen sind, können Nierenschmerzen rechts, links oder beidseitig auftreten. Während Rückenschmerzen die Bewegung beeinträchtigen und häufig zu einer gebeugten Haltung führen, ist dies bei Nierenschmerzen nicht unbedingt der Fall. Wenn ein leichter Schlag mit der Handkante, etwa 2 bis 3 Finger breit über dem Beckenkamm, Schmerzen auslöst oder verstärkt, deutet dies auf ein Nierenproblem hin. Eine Urinuntersuchung kann die Diagnose absichern. Auch während einer Schwangerschaft können Nierenschmerzen auftreten, bei denen zunächst nicht klar ist, ob es Rückenschmerzen oder Nierenschmerzen sind. Nierenschmerzen entstehen während einer Schwangerschaft, wenn sich durch den Druck auf die Harnwege der Urin zurück in das Nierenbeckensystem staut. Man spricht dann von einem Nierenstau, der zügig behandelt werden sollte. Wer Nierenschmerzen hat, sollte unbedingt einen Arzt aufsuchen. Sie können schwerwiegende Krankheiten andeuten. Nierensteine als Ursache für Nierenschmerzen. Wer Nierenschmerzen hat, sollte unbedingt einen Arzt aufsuchen. Sie können schwerwiegende Erkrankungen andeuten. Zu diesen Erkrankungen zählen zum Beispiel Nierenbeckenentzündungen infolge einer hochgewanderten Blasenentzündung, Nierenentzündungen, zystische Nierenerkrankungen, Nierenkrebs, Nierensteine, Nierenriss, Nierenkoliken. Nierensteine entstehen, wenn der Harn mit steinbildenden Substanzen wie Calcium, Oxalat, Phosphat, Harnsäure und Küstin übersättigt ist. Daher sollten Menschen, die zur Steinbildung neigen, auf Getränke wie Kaffee, schwarzen Tee und Alkohol verzichten, da diese den Urin mit steinbildenden Substanzen anreichern. Normalerweise erschweren bestimmte Substanzen, zum Beispiel calciumbindendes Citrat, das Ausfällen einer Harnsubstanz aus der damit übersättigten Harnflüssigkeit. Sind diese Hemmstoffe jedoch nur in geringen Mengen vorhanden, begünstigt dies die Bildung von zunächst winzig kleinen Kristallen, Gries genannt, zusätzlich. Sind die Bedingungen günstig, entstehen aus diesem Gries im Laufe der Zeit größere Nierensteine. Nierenkolik als Folge von Nierensteinen. Solange es sich um Harnsteingries oder kleine Steine handelt, können sie zu 80% mittels großer Trinkmengen, über Wochen, über Harnleiter und Harnblase,
ohne starke Schmerzen zu verursachen, ausgeschieden werden. Als zusätzliche Hausmittel bieten sich hier feuchte Lendenwickel und heiße Vollbäder an. Wandert dagegen ein großer Stein aus der Niere heraus, treten häufig schmerzhafte Koliken auf. Dann reicht viel Trinken allein nicht aus. Die Steine werden entweder mit Stoßwellen von außen zerkleinert . Die Bruchstücke gehen von alleine ab. Oder die Steine werden mittels Endoskop bzw. im Rahmen einer offenen Operation entfernt. Teilweise lassen sie auch medikamentös auflösen. Symptom für Nierenbeckenentzündung. Nierenschmerzen können Symptom einer Nierenbeckenentzündung, Pyelonephritis, sein. Bei einer Nierenbeckenentzündung handelt sich um eine akute oder chronische Entzündung des Nierenbindegewebes, die zumeist durch eine bakterielle Infektion verursacht ist. Doch auch bestimmte Medikamente und andere Infektionen können zu einer akuten oder chronischen Nierenbeckenentzündung führen. Bei einer akuten Nierenbeckenentzündung treten außer Nierenschmerzen hohes Fieber und ein plötzliches starkes Krankheitsgefühl auf. Nach einer Antibiotikaeinnahme heilt die akute Nierenbeckenentzündung zumeist aus. Manchmal entwickelt sich aus der akuten eine chronische Nierenbeckenentzündung, chronische interstitielle Nephritis. Eine chronische Nierenbeckenentzündung kann lange symptomfrei verlaufen, es können aber auch Symptome wie Flankenschmerzen auftreten. Eine weitere mögliche Ursache für Nierenschmerzen ist die interstitielle Nephritis. Bei ihr ist insbesondere der die Harnkanälchen umgebende Raum entzündet.